So. Sieht das jetzt aus von hier oben? Oder von hier unten? Ja, sieht schon besser aus. Ja, nee, ist klar. Die Sonne geht schon fast wieder unter. Sitzt hier. Ja, doch, das sieht doch ganz gut aus. Das ist mir ganz gut gelungen. Das Getreide ist, glaube ich, noch nicht wieder reif, leider. Und hier außen ist wirklich alles grün geworden wieder. Ach naja, sonst machen wir da Krawel hin. Ich hole sonst nochmal schnell Krawel. Ich hole nochmal schnell Krawel aus der Höhle. Und ja. Kann ich auch hier gleich nochmal ein bisschen. Gut, denn nicht. So, hier ein bisschen. Gravier ist halt doch ganz nötig, auch wenn es irgendwie. Was immer blöd ist mit dem Flint. Aber jetzt haben wir hier zumindest hier aus der ganzen Höhle hier schon was. Zumindest ist jetzt kein Gravier mehr, außer da, wo noch die Fackel dran ist. Und da unten ist die Höhle Schreckens für mich wieder mal. Das sind zumindest meine Höhle Schreckens. Und ich baue das hier mal so. Und jetzt. So. Ah. Wieder kommt jetzt kein Gravel raus. So. Gott sei Dank. Na, hängen an den ollen Tor hier fest. Wir haben wenigstens immer zwei Wege, wo wir auf das Feldzug greifen können. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Getreide, Getreide. Drei Seeds haben wir bekommen. So, und wieder etwas mehr. Und die Sonne geht unter. Wo ist das Tor? Da ist das Tor. Raus hier. Und ab in die Haya. Da, so wir legen uns wieder auf unser Bettchen. Mit unserer wunderschönen Nyan Cat Bettdecke. Und es ist wieder Tag. Da. So. Achso, ich war jetzt eigentlich dabei, das Haus jetzt mal hier. Gut, die sind durch, die Cleanies. So, und hier. Boom. So, jetzt geht es darum, dass wir hier das Haus so ein bisschen verlängern. Boom muss gerade so ein. Ja, wir werden es auf jeden Fall da hinten verlängern. Erstmal so machen. Und zwar möchte ich das gerne. Das wirkt zwar hier so ein bisschen lang wahrscheinlich. So, bis hierhin geht es auf jeden Fall. So. Also, das habe ich mir auch so schon mal vorher überlegt, dass ich wahrscheinlich hier so lang gehen werde. Mit dem Haus. Es wird zwar sehr, sehr lang werden. Da ist das. Wird zwar etwa. Ah. Wird vielleicht ein skurriles Haus. Muss mal angucken. Oder ich werde das Haus komplett abreißen und werde das Haus hier auf. Oder werde ich das komplett abreißen? Das kann ich natürlich auch machen, weil dann. Mache ich das hier hin, das Haus? Ich werde sonst mal hier. Ich glaube, ich mache das auch hier in das Haus. Planänderung. Aber wir brauchen aber mehr Fläche hier. So. So. Und hier.
Ich bin so unentschlossen mit meinem Feld. Auch mit meinem Haus. Da sind lauter Schweine. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh. Was mache ich jetzt? Das ist die große Frage. Hier ist eigentlich eine schöne Fläche wäre hier für ein Haus. Das ist schwierig. Das Problem ist, dass es so langgezogen aussieht, so extrem dünn. Und das ist so ein bisschen das, was mir nicht gefällt. Ich könnte... Das zu. Ah, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, ich reiß mal hier vorne nochmal erstmal wieder ab. Bis mir vielleicht mal was Besseres einfällt. Bis jetzt gefällt mir das nicht. So. Ich lasse erstmal die Wand hier stehen. Vielleicht sollte ich das irgendwann mal vorher testen. Wäre vielleicht nicht ganz so dumm. Das sieht mir noch immer hier zu blöd aus. So. Wirkt alles so eng hier. So. Das Feld ist auf jeden Fall da. Das Feld ist gut da, wo es ist. Da sind Blumen, da sind Schweine. Was mache ich jetzt mit dem Haus? Haus, was mache ich mit dir? Ich könnte dich natürlich auch hier integrieren über der Höhle. Mit einem Abstieg. Mal hier noch weiter wieder abbauen. Das gefällt mir mal gar nicht. Ist irgendwie blöd. Wenn meine Spitzhacke gleich kaputt geht. Ich habe noch eine zweite. Auf diese paar Steine, die wir dafür brauchen, kommt es auch nicht drauf an. Hat eigentlich schon mal geregnet jetzt hier in der Welt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hm. So, nochmal Planänderung. So, wir haben jetzt hier das Haus. Ich finde, irgendwie ist das Haus falsch positioniert schon am Anfang. Das Feld ist okay da, wo es momentan ist. Vielleicht soll ich nochmal auf den Berg nochmal raufgehen. Vielleicht hätte ich da einen besseren Überblick. Steigen wir nochmal auf den Berg rauf. Lalalalalala. Also auf jeden Fall ja, dass hier der Wald ist. So, hier ist der Wald. Genau, hier haben wir den riesigen Wald.
der riesig ist. Da bauen wir hier oben Neff noch so ein bisschen. Seine Höhle. So, da haben wir das Haus. Ja, mit unserer wunderschönen Ebene. Da hinten ein Berg, den wir abgetragen haben. Wie mache ich das jetzt? Wo setze ich das Haus da hinten in die Ecke hin? Warum nicht? Haus dahin? Ich werde es mal probieren. Ich muss wieder runterkommen hier. So, hier runter. So. Würde, glaube ich, besser kommen, wenn das Haus da steht. Du Baum muss erstmal sterben. So, du weg hier, so. So, du bist ein kleiner Baum. Na. Haben wir nochmal ein Seed gekriegt. Ich werde uns das mal hier so ein bisschen ich werde es bis dahin verbinden. Nacht. Was für ein Zufall. In der Welt von Minecraft. Es wird wieder mal Nacht. Und wir brauchen Erde. Da haben wir Erde. So. Zack. Ich werde jetzt erstmal wieder ins Haus stürmen. Lauf! Lauf! Und gute Nacht! Upsa! Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte jetzt hier nicht reinfahren. So. Ein Plateau. Ich werde es eigentlich auch hier noch ein bisschen anpassen, sodass es nicht ganz aussieht, als wenn das alles hier so tief ist, bloß, oder? Na gut, ist ja auch jetzt erstmal egal. Wir brauchen jetzt erstmal Holz. Genau, wir wollen jetzt ja hier gerne... Oh, ich möchte es gerne... Was möchte ich denn? Ach, ich will auch noch Tiere hier haben. Na gut, eigentlich kann ich von hier bis da hinten alles voll machen mit Tieren irgendwie.